gods of boxing. Die Kämpfe zur Mitte, the fighters to the center. Das ist also Petar Milas. Und Kroatien hat ja heute bei der Weltmeisterschaft 2-0 gegen Nigeria gewonnen. Er will auch in Richtung Weltmeisterschaft. Ganz so schnell wird das heute hier noch nicht gelingen. Er kann IBO International Titelträger werden. Das ist der erste Schritt zu einer möglicherweise großen Karriere. 22 Jahre jung. Erfahrener Gegner, Francesco Pianeta. Michael Maas, 56 Jahre, aus Hannover, Techniker, in einem Altenheim. Das ist der dritte Mann im Ring. Und jetzt wird es interessant, wir müssen sehen, wie es da losgeht, wie er reinfindet. Was hat dieser Petar Milas zuletzt gemacht? Er hat Kevin Johnson geschlagen, vorzeitig. Der Mann hat nur zweimal vorzeitig verloren. Einmal gegen Anthony Joshua und eben gegen Petar Milas. Ist das ein Zeichen, wo man schon ein bisschen drüber nachdenken kann, wie weit das gehen kann in der Karriere. Rechtsauslage, Francesco Pianeta, also die rechte Hand als Führhand. Die linke als Schlaghand, der Mann, der gegen Klitschko, gegen Chagayev schon um die Weltmeisterschaft gekämpft hat. Beide mal verlor. Petar Milas ebenfalls in der Rechtsauslage. Und schon mal mit dem rechten Haken, steht jetzt normal, das ist seine eigentliche Auslage, kann hin und her wechseln, auch das kann den Gegner natürlich einigermaßen verwirren. 10 Runden sind hier angesetzt, es gibt die Unterschiede zwischen Interconti-Titelkämpfen und International-Titelkämpfen. Beides sind Gürtel, die dazu beitragen, dass man in der Rangliste ein bisschen weiter nach vorne kommt und dann bei dem jeweiligen Verband, der diese Gürtel vergibt, eventuell schneller an einen Titelkampf kommen könnte. Unnütze Titel, aber werden nun mal ausgeboxt und ja, kann man nichts gegen machen. Kann man nichts gegen machen, gibt zu viele Titel, ehrlicherweise. Das ist ja ohnehin eine Schwierigkeit des Boxens. Ja, die Leute wissen ja auch schon gar nicht mehr, um was es geht. Das ist ein internationaler IBO-Titel und interkontinental IBO-Titel. Also da blickt ja keiner mehr durch, was das sein soll. Aber die Weltverbände sind ja Firmen, die verdienen an jedem Gürtel, um den geboxt wird. Und deswegen, überraschenderweise, gibt es so viele verschiedene Titel. Ja, guter Versuch mal von Francesco Pianeta, schon ein bisschen gezeichnet. International Boxing Organization. Der Weltmeister ist Anthony Joshua. Guter Versuch. Pianeta, der sich ranschiebt. Oh, schön, klasse, gut durchgekommen. Starke Hand von Pianeta. 21 K.O.-Siege hat er. Ja, da hat er schon mal ein bisschen auch gemerkt, Petar Milas, dass da Gegenwehr kommt. Ja, das Problem ist. Und das ist die Antwort. Harte, gute, wuchtige Hände. Und Pianeta zeigt an, komm, mach euch mehr. Zeigt euch noch ein bisschen mehr von diesen Schlägen. Gute, interessante erste Runde. Thank you.
Jarib Ilbay ist der Chefcoach in der Ecke von Francesco Biadete. Und er hat gerade gesagt, du machst das gut, die erste Runde hat mir gut gefallen, aber nicht mehr so viel nehmen. Leider hat es abgegeben. Aber er hatte auch Treffer im Ziel. Auch hier versucht das wieder. Ein bisschen mehr Druck machen, nicht so viel nehmen, dann weggehen, nicht getroffen werden. Ja, das kann natürlich die Idee sein, treffen, ohne selbst getroffen zu werden. Dann wäre man relativ nah dran am großen Pott. Das sollte man so versuchen, ja, sonst hat das Kind weg. Kilo Pianeta, 101 Kilo Peter Milasch. Er bewegt sich gut, der Mann aus Split. Aber auch Pianeta geht da ordentlich und beherzt zur Sache. Ja, ist seine letzte Chance im Prinzip. Wenn er den Kampf vergeigt, wird es schwer, nochmal nach oben zu kommen. Sechste Runde hat er verloren gegen Klitschko. Erste Runde gegen Chagaev. Auch da hat er mehr machen wollen. Und auf einmal wurde er mehr oder weniger überrollt. Eine gute Doppeldeckung von Pianeta, der da schön in der Ecke stand. Da nicht voll die Treffer hat nehmen müssen. Stopp! Stopp! Frank-Michael Maas. Kurz dazwischen. Das sind wuchtige Hände von Milasch, aber kam nicht voll durch. Ist einiges an der Deckung hängen geblieben. Das ist dann ja so Millimeterarbeit, diese Schläge zu vermeiden, beziehungsweise ihn so ein bisschen die Wirkung zu nehmen. Na, ich glaube, so ein harter Hauer ist es doch nicht der Boate. Also von daher, von der Schlagkraft kann er dem Pianeta, glaube ich, nicht sehr gefährlich werden. Dann noch 10 Kilo weniger auf die Waage gebracht, das macht schon viel aus. Und ein bisschen mehr Erfahrung hat der Pianeta auch. Und von daher müsste er eigentlich eine gute Chance haben, den Kampf zu gewinnen. Muss natürlich mehr arbeiten, wenn er zu viel steht und den Gegner machen lässt, dann kann er die Runde nicht gewinnen. Etwas mehr Beweglichkeit im Oberkörper, um diese Hände zu vermeiden. Dann schnell wieder selber rangehen. Gute Attacke zum Körper, das ist auf jeden Fall mal eine schöne Idee. Die Entschuldigung von Milasch, weil Pianeta sagte, da hast du mich ein bisschen im Nacken getroffen. Das ist natürlich laut Regelwerk verboten. Gute zweite Runde. Die wichtigeren Dinge in der Ecke gesagt, in der Ecke von Pianeta. Hör mal, lass diese Spielereien dann zu zeigen. Komm, versuch nochmal mehr Treffer zu setzen, wenn er da so rüber winkt zu Peter Milasch. Sondern er soll in dem Moment einfach ans Boxen denken, anstatt da rum zu hampeln, lieber Schläge anbringen. Deckung steht ordentlich. Man sieht am Gesicht, dass er ein paar Dinge natürlich nicht hat verhindern können, aber viele, die gedacht haben, na, vielleicht Pianeta wird hier wenig Chancen haben. Er jedenfalls sieht das anders. Er probiert mehr als nur ordentlich dagegen zu halten. Er hat ja gegen diesen besagten Kevin Johnson verloren vorzeitig.
er die Runden so weiterboxt, dann verliert er jede Runde. Weil er einfach zu wenig macht. Der Gegner schlägt 5-6 Mal und trifft dann hoch. 3 oder 4 Mal und die 3 stand für die jeweiligen Runden. Lange gehalten, geht der Break. Referee dazwischen. Ja, macht er. Nur holding. Nicht halten, wieder die Ermahnung. Und dann geht er schön hinterher. Aber auch da steht die Deckung. Steht sie wirklich? Ein Treffer Break. War wohl drin. Break. Und dennoch das Lächeln von Pianeta an. Dass sich da vielleicht auch ein bisschen verausgabt, Peter Milasch. Kann sein. Jetzt schon oder auf Dauer. Also wenn der junge Milasch gedacht hat, das wird eine einfache Aufgabe, dann weiß er jetzt. Nee, der alte Ringfuchs Pianeta, der will es nochmal wissen. Da fehlt ihm ein bisschen die Schlagkraft mit dem Kroaten. Also da scheint nicht so viel Dampf hinter zu sein für den Schwäbischen. 9 K.O.-Siege aus 11 Siegen. Das ist eine ordentliche Statistik. Hat aber nichts zu sagen. Wenn man die Gegner sich anguckt, dann weiß man vielleicht, dass es nicht so schwer war, einen Rekord aufzubauen. Aber finde ich sowieso sehr riskant, mit 11 Kämpfen jemanden zu boxen, der schon einige Ringerfahrung hat. Also. Und dann noch im Ausland, mehr oder weniger. Das sind die Kämpfe, die schief gehen können. Und alle Fans von Pianeta wären natürlich froh, wenn das so wäre. Die letzten Sekunden einer nach wie vor interessanten dritten Runde. Interessanter Kampf. Aber wieder eine Runde. Ey, worauf wartest du eigentlich? Du hörst kein Bisser mehr. Ich hab dir eben gesagt, sie wollen mit deiner Mutter einen Geburtstagsgeschenk bringen. Hör auf, ich hab's nicht verstanden. Vorhand mehr rausbringen. Guck mal, zweimal drücken. Zweimal drücken. Schlag hat hinterher, dann nochmal auf der anderen Seite abschließen und seitlich rausgehen. Okay. Hast du nicht verstanden? Ey, blamier mich nicht, ich schreie hier zu viel rum. Okay. Okay? Tu mal wieder angefangen. Verstanden? Danke schön. Ich will nicht so schreien, bitte. Second Touch. Ganz klare Anweisung, was er machen soll. Die Führhand soll häufiger kommen. Gemeint ist Pianeta. Besser rausgehen, klarere Aktionen setzen. Vierte Runde beginnt. Alles möglich für Francesco Pianeta, den Mann aus Gelsenkirchen. Nolik. Rolling. Break. Nicht clever. Da können wir auf die Schlagstatistik schauen. Der ersten 3 Runden, Milasch 200 Schläge, 62 Treffer. Deutlich mehr Treffer als Francesco Pianeta, der immerhin, wenn wir uns die Prozentzahlen anschauen, wirtschaftlicher gearbeitet hat. Also vielleicht Kraft gespart hat für irgendwas, was hinten raus noch kommt. Deutlich weniger Treffer, wie gesagt, für die ersten 3 Runden kumuliert. Aber es wird ja Runde für Runde gewertet. Immerhin ein bisschen zeigt das an, wer hier mehr arbeitet. Aber das könnte interessant werden hinten raus, wenn wir in die 6., 7. oder 10. Runde gehen. Ob dann vielleicht die Erfahrung von Pianeta sich auch in Kraft und in mehr Treffer wird umsetzen lassen können. Bislang nach Punkten die ersten 3 Runden, Graziano. Alle für den Kroaten. Alle für Peter Milasch. No holding, no holding. Ich kenne ja nicht nur Alling. Break! Aber sie hören gut. Und Frank Michael Maas sagt, sie sollen auseinandergehen, nicht clinchen, nicht halten. Na, er wartet einfach zu lange und die Rechte kommt doch zu wenig. Stört auch die Aktion von Milasch zu wenig mit der Führhand, ja. Irgendwie. Das war das, was Garib Ilbay ange.
angekündigt bzw. gefordert hatte, dass er mehr macht von Beginn an, nicht so sehr wartet und dem Gegner so viele Möglichkeiten bietet. Ja. Stopp. Ja, da steht nur die Spritzigkeit und die Schlagkraft und das macht viel aus im Schwäbisch, wenn du da keine Schlagkraft entwickeln kannst, dann hast du es sehr schwer und wie gesagt, er macht doch einfach zu wenig. Aber Schlagkraft und Explosivität und Spritzigkeit, das könnte man ja von Marco Huck erwarten, der dann gleich noch hier bei uns kämpft. Der Hauptkampf der heutigen Veranstaltung, der letzte Kampf nach diesem Duell hier. Marco Huck gegen Jakub Saklam. Auch da 10 Runden im Schwergewicht. Haben wir einen schönen Überkreuzvergleich vielleicht. Dann können wir mal sehen, ob Marco Huck derjenige ist, der da in Zukunft noch ein paar Kastanien aus dem Schwergewichtsfeuer holen kann. Wir werden es nach diesem Duell sofort im Anschluss erleben. Die vierte Runde endet mit guten Treffern von Peter Milos. Wir sind gleich wieder zurück. Legst du weg! Heim! Quasi quel buon prendere la sagna. C'è da giungere a fare un po' di figure. Prendi la sagna. Ne da racca. Ma zisce. Buona ti picchia risa. Cosa vuole non mi? Vediamo qui. Relazionare. Stavo dici. Stavo cercando. Ne muore bisogno di chiudere la bomba. Metti tu dentro altri saggi. Dora. Sta sul parete. Vamo. Questa runda. Welche Runde kommt, fragt Peter Milos und kriegt es dann gesagt, was er hier noch zu tun hat. Kickt dann noch den einen Eiswürfel zur Seite. Man war nicht ganz zufrieden in der Ecke, wobei er hier ja eigentlich genau in die Richtung läuft, in die er laufen soll. Vor dieser fünften Runde hat den Kampf weitestgehend unter Kontrolle, trifft gut, wird selten selber getroffen, aber der Trainer hat ordentlich vorgeboxt und nochmal gezeigt, was er sehen will, nämlich nicht nur viele Hände, sondern klarere Treffer. Und auch die rechte soll gerade mehr durchkommen. Über 12 Jahre Profi Francesco Pianeta, der andere ist im dritten Jahr. Er ist noch sehr jung und ja, aus dem kann man vielleicht was machen. Wenn man nicht zu früh in die harten Kämpfe schickt. Weil mit 22 bist du ja noch ein Baby im Schwergewicht heutzutage. Die Beine setzen nicht so wirklich auf die Führhand. Lassen das so ein bisschen weg und schauen mal, ob es nicht doch ein bisschen mehr mit den harten Schlägen funktionieren kann. Man könnte da durchaus etwas mehr versuchen, den Kampf so zu führen. Deswegen heißt die Hand ja auch so. Die Deckung von Pianeta, weitestgehend gefällt sie mir ganz gut. Die Frage ist, wie er hier wirklich den Bock umstoßen will, dass er besser durchkommt und dann auch Runden gewinnt. Denn so langsam wäre es an der Zeit, ein bisschen mehr zu machen. Harte Hände zum Körper. Guter Versuch damit. Dem linken Haken, der leider nicht durchkam. Oder zum Glück für Peter Milos. Ja, die kommen einfach zu spät, die Schläge. Und ja, dann ist der Gegner schon weg. Timing ist wichtig. Vielleicht sogar sehr wichtig. Na, pumpt ein bisschen, der Herr Milos. Vielleicht war die Frage, welche Runde kommt er eigentlich? Verbunden mit der Atemtechnik. Naja, genau, die Hoffnung, die da bei Francesco Pianeta vor dem Kampf schon entstand. Vielleicht kann ich es hinten raus packen. Naja, aber Pianeta sieht wohl nicht gerade frisch aus. Wir schauen uns an, was passiert in der sechsten Runde. Das ist das Ende der fünften. Ja, auch leider ab hier. Yeah.
Füße. Hier rein. Guck mal, schnelle Hände schlagen. Drücken. Schlag die hoch. Hast du mich verstanden? Ja. Nicht immer zum Kinn runterschlagen. Schlag die hoch. Schlag die hoch, geh rein und dann ziehst du ab zum Körper. Haben wir noch gemacht, Junge. Schlag auf seine Hände drauf. Über den Kopf hier. Okay? Über den Kopf schlagen. Verstanden? Okay. Das will ich jetzt sehen. Nicht nur okay, nein. Mach das. Mach es. Okay? Drüber schlagen. Guck mal, in die Ecke rein, nicht stören. Nicht nur okay sagen und nicken, wie ich dir gerade vorbei, sondern auch mal das umsetzen, was ich dir sage. Und das umsetzen, was wir geübt haben im Training. Klarer hinterhergehen, mehr Treffer auch zum Körper setzen. Einfach häufiger die Führhand unterbringen. Wacher sein in solchen Situationen. Es sind so viele Möglichkeiten, die der Trainer von Pianeta sieht, die er identifiziert und wo er selber so gerne mitboxen würde, hat man den Eindruck. Aber sein Boxer muss das umsetzen. Und die Treffer zum Körper kommen von Peter Milasch. Die sahen wuchtig und hart aus. Pianeta hat das gut weggesteckt. Rolling. Bringst du weg! Jetzt schneller rangehen, jetzt schneller hinterhergehen. Auch das ist so ein bisschen zum Teil die Boxtechnik aus dem Ruderverein, mehr oder weniger. Diese wilden Schwinger von links und rechts hier ganz in der Nähe. Ja, die große Olympia-Ruderbahn. Er merkt natürlich auch, dass er die Runde abheben hat oder weset. Ja, dann wird man dann schon ein bisschen verkrampft und dann kommt da so eine Schwinger, die man vielleicht ja nicht schlagen will. Aber er macht einfach auch zu wenig. Und das ist schade in gewisser Weise, weil er sieht gut aus, was er macht. Viele Dinge, gute Deckung im Vergleich zu den vorherigen Kämpfen. Wirkt er gut eingestellt. Man hat den Eindruck, dass er ein etwas anderer Pianeta. Und trotzdem fehlt natürlich einiges. Und mit angezogener Handbremse kannst du so einen Kampf eher nicht gewinnen. Ich glaube einfach, dass das boxerische Potenzial einfach nicht da ist, um oben mitzumischen. Das ist einfach so. Nicht böse gemeint, aber es geht ja jetzt schon eine Weile, dass er eben nicht die Leistung bringt, die man erwartet. Und ja, mittlerweile müsste er schon können, wenn er kann. Aber das steckt einfach nicht in ihm drin. Kann auf Dauer nur so ein Gegner zu sein, Aufbaugegner, das ist auch nicht das, was er will. Volltreffer, den er hier kassiert, immer die besseren Treffer, die härteren Treffer kommen von Peter Milasch. Das ist auch das Bild, was wir hier in dieser sechsten Runde erneut sehen. Der wild ist, der aber immer etwas mehr im Ziel hat. Es ist das Ende der sechsten Runde. Wir sind gleich wieder da. Slušaš Ivana, sve čuješ, sve dobro, okej. Okay. Nema opuštanja. Ne smiješ ga pustiti da radi, okej. Sokora, Sokora, Ako je već. Odlično, sve super. Sve super, sve super. Operi malo. Brate, da je lako svako. Je. Odlično. Znači, nema... Sedma runda, idemo. Samo, ne piš, ali su moći jedan sa pa, ne piš, ti paraš kako se mora. Second round. Ajmo, brate. Runde 7, round 7. Garib Ilbay, der könnte ja so ein bisschen den Uli Wegner Gedächtnispreis gerade gewinnen für seine Ansprache in der Ecke.
Kein Treffer hier. Und hat gesagt, Mensch, wenn du nicht umsetzt, Francesco, was wir im Training gemacht haben, hätte ich auch zu Hause bleiben können, hätte Fernsehen schauen können, ein bisschen Chips essen. Mach das jetzt. Wir sehen die Schlagstatistik der ersten 6 Runden. Mehr Schläge von Milos, mehr Treffer. Und man sieht auch hier, dass er einsteigt und harte Treffer durchbringt. Das darf nicht im Stehen angezählt werden. Er sollte weggehen, Pianeta, musste da rausgehen. Wenn er sich jetzt nicht wehrt, kann der Ringe schon den Kampf abbrechen. Und die Frage ist, warum er nicht weggeht. Das ist die brandgefährliche Situation, wenn der Referee dann denkt, jetzt habe ich zu viele Treffer gesehen, solche zum Beispiel, 2, 3, 4 davon, dann kann der Kampf abgebrochen werden, auch wenn du dachtest, du bist noch irgendwie im Kampf. Er muss da rausgehen, er muss mitschlagen, er muss sich verteidigen. Aber das hat natürlich bei beiden Kraft gekostet. Der eine, der die Schläge abgekriegt hat, aber der, der sie austeilt, hat auch ein bisschen Kraft gelassen. Und das wäre der Moment, wo man dann vielleicht auch mal Konter setzen müsste. Das wird langsam oder zu langsam vorgetragen von Francesco Pianeta. Ja, wieder kommt die Führung durch. Ja, man sieht ja auch, wenn man ehrlich ist, durchtrainiert sieht anders aus. Ich verstehe sowas nicht. Ich meine, das sind die, das ist die letzte Chance und dann geht man so im Ring mit Fett an den Hüften, bis zum geht nicht mehr. Ich verstehe sowas nicht. Und nach 6 Runden ist der Boxer dann im Prinzip schon voll platt. Kann ich nicht verstehen. Habe ich kein Verständnis mehr. Bei dem Gegner, der ist Anfänger mehr oder weniger. Der ist aber durchtrainiert, aber macht natürlich Fehler, indem er da rinkloppt. Bis zum geht nicht mehr und auch viel Kraft verschwendet, aber er ist eben noch ein junger, unerfahrener Boxer. Und nur Pianeta müsste eigentlich wissen, wo es ankommt. Vielleicht mit der Hoffnung, dass man dann hinten raus über die Konditionen schaffen kann. Dummerweise muss man dafür selber Konditionen haben. So sieht es aus. Und in den letzten Kämpfen war es ja auch nicht so, wo er schlecht aussah und das wird sich auch nicht mehr ändern. Manchmal muss man einfach einen Schlussstrich ziehen und einsehen, dass es nicht wird. Aber er probiert es hier nochmal am Ende dieser 7. Runde. Wir sind gleich mit Runde 8 zurück. Slušaj, Ivana, molim te. Nijemo onako, primijem puno udara. Slušaj. Nije zna gdje je. Maksimalna koncentracija, maksimalna koncentracija. Maksimalna koncentracija. Maksimalna koncentracija. Samo kreši, samo blokira ga, vraćam. Ajmo. Lauf mehr weg. Soll heißen, benutzt deine Beine ein bisschen besser. Francesco Pianeta war gemeint. Hat diesen Schlaghagel überstanden, hat am Ende nochmal versucht dagegen zu setzen. 8. Runde, 10 sind angesetzt. Wenn man von einem Schlussspurt ausgehen will, dann müsste man jetzt so langsam mal genauer drüber nachdenken, wie man das umsetzen wollte. Peter Milasch maximal 8 Runden bislang im Ring gestanden in seiner Profikarriere. Pianeta 3-mal über die 12 Runden Distanz gegangen. Der kann also theoretisch die Erfahrung haben, sich die Kraft über die lange Distanz besser einzuteilen. Aber wenn er nicht schlägt, aber wenn er nicht trifft, dann nützt das alles nichts. Ja, der ist einfach konditionell und nicht auf der Höhe, das sieht man. Also, da kommt nichts mehr viel, also, da bin ich mir sicher. Aber es bleibt die Hoffnung wahrscheinlich für Team Pianeta auf diesen Lucky Punch. Treffer. Aber ja. Selbst auf den Stop. Warten die nicht mehr. Ich glaube nicht, dass sie sich vorstellen können, dass da noch was passiert, weil Pianeta ist ja auch nicht gerade bekannt, schlagstark zu sein. Und von daher. Und der Kroate ist jung.
hungrig und ja, den Kampf lässt er sich nicht mehr aus der Hand nehmen. Nach Punkten wird das eh nicht mehr möglich sein. Da liegt Peter Milasch deutlich vorne. Und Pianeta lässt ihn ja jetzt auch Zeit, wieder sich zu erholen. Und ja, es wären Momente da gewesen, möglicherweise mehr aus diesen Runden zu machen, aus diesen Sequenzen zu machen. Aber wenn du diese ganzen Chancen halt verstreichen lässt, dann ist das Endergebnis eben, dass man Runde für Runde. Das Potenzial ist einfach nicht da. Und wenn das vorbei ist, also ja, irgendwann steht man morgens auf und die Zeit ist vorbei, ist einfach so. Und das ist bei Pianeta schon lange. Und von daher kann man ihn eigentlich nur raten, aufhören zu boxen. Weil irgendwann wird es so schädlich. Aber das ist ja wahrscheinlich vielleicht auch genau der Kampf, wo er überlegt hat, macht es Sinn weiterzumachen, wenn ich hier gewinne, mache ich noch weiter, wenn nicht, dann muss ich wirklich drüber nachdenken, ja, klar, aufzuhören. Das sein. Ist ja nämlich auch die Situation, aber häufig genug haben wir es ja auch schon erlebt, wenn man dann nur knapp verliert, dann sagt man, ach, ich habe es ja doch noch drauf. Dieser berühmte Kampf zu viel, von dem man das immer erst im Nachhinein weiß. Es wäre ihm zu wünschen, dass er die Entscheidung pünktlich und richtig trifft. Gibt es einfach Leute, die sind dafür nicht gemacht. Das ist einfach so. Und Pianeta gehört dazu. Heim! Ist einfach zu weich als schwer. Ich hab gesagt, ihr wollt das auch nicht tapen hier. Nee, guck mal an, mach doch mal ordentlich, was soll das hier? Beide Seiten. Muss Tape ein bisschen nachgearbeitet werden in der Ecke von Pianeta. Habe ich doch schon zweimal gesagt, sagte Frank Michael Maas. Naja, kann man auch mal als taktische Idee mitnehmen, um mal ein paar Sekunden vielleicht irgendwann zum Luftholen einzuholen. Er sieht einigermaßen zerbeult aus, der gute Francesco Pianeta. Nimm doch mal deine Füße mit. Guck mal, hör mir zu. Mach zu. Hörst du mir zu? Mach zu. Zumachen, die Deckung soll geschlossen sein. Okay. Zumachen, lass extra mal rauslassen rausgehen, und dann voll also sprich, drück ihn in die richtige Richtung und dann muss der Konter kommen. Du machst und der muss dann nur noch sitzen lass und voll treffen und dann fängst du ihn ab. Okay? Könnte was gehen. Ein aber Wunder muss geschehen. Er hat ein bisschen was von Lottoschein ausfüllen, aber was soll man machen? In den ersten 8 Runden hochaddiert, zusammengerechnet 489 Schläge von Peter Milasch im Vergleich zu 184 von Pianeta. Die Trefferquote auch ungefähr 3-mal so hoch. Und das kann man wahrscheinlich wirklich auf die Runden einfach so runterbrechen. Er hat die Runden immer mit gutem Tempo durchgeboxt. Ja. Er trifft auch hier wieder. Aber es sind nicht die Treffer von Milasch, die eigentlich so entscheidend sind. Es sind die fehlenden Aktionen und die fehlenden Treffer von Pianeta, die richtig hier den Unterschied hätten machen können. Denn die Treffer hat er, seine Treffer, die er kassiert hat, hat er ja gut weggesteckt. Einigermaßen gut verpackt. Und alle von außen. Wenn er mal schlägt, dann soll er eine Mitte schlagen. Dann hat er eventuell noch die Chance, die Graue zu erreichen, aber die Dinger von außen, da ist nichts hinter. Die 9. Runde noch, dann die 10. Danach kommt Marco Huck gegen Jakub Saklam. Auch das ein 10-Runden-Kampf im Schwergewicht. Mal schauen, was Marco Huck, der ehemalige Weltmeister im Cruisergewicht, da auch ins Schwergewicht reinzaubern kann. Er hat schon mal um die Weltmeisterschaft gekämpft, gegen Herrn Povetkin da knapp nach Punkten verloren. Er sagt Fehlurteil. Er will jetzt im Schwergewicht nochmal durchstarten, angreifen. Und wir werden miterleben, wie er das genau anstellt. Oder ob vielleicht der bislang eher unbekannte Jakub Saklam, der allerdings einen sehr, sehr guten Kampfrekord hat, da einen völlig anderen Plan hat und seine Karriere mit einem Überraschungssieg wird krönen können. Das bleibt spannend im Infinity Hotel in Unterschleißheim vor über 4000 Zuschauern.
mach was, gib Gas, ruft Garib Ilbay, geh doch mal nach vorne, stell ihn doch endlich mal, mach doch das, was wir im Training geübt haben. Er kann es nicht abrufen, der Gegner ist zu schnell, die eigenen Beine sind zu schwach. Und so verläuft die 9. Runde. Auch wieder so wie die Runde zuvor. Tja, schade für Pianeta. Eine Runde hat er ja noch, um hier doch noch was rauszureißen. Und Sarah Valentina hat Axel Schulz im Interview. Axel, für Pianeta geht es ja wirklich um alles oder nichts. Wunderst du dich ein bisschen, dass er nicht mehr macht, dass er nicht mehr schlägt? Ja, mir tut Francesco ein bisschen leid, weil Peter Milosch ist so beweglich, er macht das wirklich clever. Hat nicht die Schlaghärte, aber Francesco versucht es nicht mal. Also ich sag mal, jetzt gerade in der 9. Runde hat er mal versucht, ein paar Hände zu bringen. Aber da fehlt ein bisschen der letzte Biss. Also das ist für ihn die letzte Chance. Da muss er ein bisschen mehr versuchen. Mhm. Nach dem Pianeta-Kampf kommt ja der Hauptkampf des Abends. Marco Huck gegen Jakub Zaglam. Die Halle ist sowieso schon heiß drauf. Wie heiß bist du drauf? Ja, ich bin sehr gespannt darüber. Also du hast einfach Schwergewicht, hat eigene Regeln. Also von der Seite mal gucken, wie sie Marco im Schwergewicht schlägt. Und jetzt die letzte Chance für den einen, die letzte Runde für beide. Peter Milosch, Francesco Pianeta. Die 10. von 10. Es geht um den IBO International Titel. Zu dem Graziano Rocchigiani gesagt hat, können wir gleich wieder vergessen. Brauchen wir uns nicht merken. Schwergewicht können wir uns merken. Sehen wir aber auch, dass die Jungs in der Königsklasse unterwegs sind. 110 Kilo Pianeta, 101 Kilo Peter Milosch, der hier nach Punkten deutlich führt, der mehr in den Kampf investiert hat, der deutlich mehr schlägt, der deutlich mehr trifft und so weiter und so weiter. Was passiert in der letzten Runde? Wird er nochmal alles auf eine Karte setzen, Milosch oder Pianeta oder beide? Pianeta muss sich gewinnen, müsste eigentlich alles riskieren, aber da fehlt einfach der Biss. Das ist einfach so. Kondition, der Biss und die Schlaghärte. Deckung steht gut, Pianeta. Meistens, wie gesagt. Ansonsten würde das Gesicht nicht ganz so aussehen, wie es aussieht. Aber viele von den anderen Schlägen werden ordentlich geblockt, gut abgefangen. Es fehlt die Umschaltpunkt in die eigene Offensive. Und wenn er dann umgeschaltet hat, dann ist der Gegner schon wieder weg. Und die Beine von Pianeta nicht schnell genug, um da hinterher zu kommen und die Distanz wieder zu verkürzen. Die Fans von Peter Milosch singen sich schon langsam warm für die Siegerehrung, weil sie wissen, da kann nichts mehr schiefgehen, da wird auch nichts mehr schiefgehen. Bei der Alexander Petkovic, Petros Box Promotion unter Vertrag. Man hat gestern nach dem Wiegen die Ecken ausgelost. Nochmal zum Körper. Und da wird ein bisschen gekuschelt, kurz vor Ende von Runde 10, die letzten 25 Sekunden. Ich gehe davon aus, wir werden keine sonderlich neuen Erkenntnisse mehr bekommen. Oder vielleicht doch noch ein Treffer. Es sind die letzten Aktionen, die letzten Sekunden. Es sollte der Sieg werden von Peter Milosch, der hier von Beginn an den Kampf dominiert hat. Pianeta mit einer ordentlichen Deckung weitestgehend. Aber dann kam eben insgesamt zu wenig. Hier kam er mal durch, aber mehr Treffer im gesamten Kampfverlauf vom Mann aus Kroatien. 22 Jahre jung, der kriegt gleich den IBO International Gürtel umgehängt.
Wir sind gleich mit dem Urteil wieder zurück. Ganz kurze Pause. Pavecadini scored -6, -94. Oliver Breen wertete 97-93. Oliver Breen scored 97-93. Und Michael Hook wertete 99-91. Michael Hook scored 99-91. And all for the new IBO International Champion Heavyweight from Croatia, aus Kroatien, Peter Milas. Der Kampf wurde ihm präsentiert vom IBO International Gürtel umgeschnallt. Interessant. Einmal 96-94. Sechs Runden für Milos, vier für Pianeta. Wir haben mehr hier die Wertung von Michael Hook, dem Mann aus Schweden. 99-91, eine klarere Sache für Milos. Am Ende ist es aber auch eine Sache, über die man nicht lange diskutieren muss. Der richtige Mann hat gewonnen. Er hat sich gut durchgesetzt. Er hat sich gut in Szene gesetzt. Und er hat hier diesen Titel absolut verdient gewonnen. Und jetzt wird man sehen, wie es da weitergeht.